Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es mal was aus dem Bereich Antipasti bzw. Beilagen, wie ihr wollt. Ja, Anne hat unter der Woche am Donnerstag Pomodori gemacht. Wie sie das gemacht hat, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Hallo ihr Lieben, da wir Tomaten in Massen im Garten haben, hier diese kleinen Snack-Tomaten, und die kann man gar nicht so viel wegnaschen, wie sie im Moment reif werden, werde ich daraus Antipasti machen, so süß-sauer eingelegte Tomaten. Dafür benötigen wir ungefähr 650 Gramm kleine Tomaten, die werden wir dann zur Hälfte oder eben vierteln. Dann brauchen wir Balsamico-Essig, Pfeffer, etwas Gemüsebouillon, braunen Zucker, da habe ich 2 Teelöffel, 4 Knoblauchzehen, Olivenöl, eine feuerfeste Form für den Ofen und hinterher ein Glas für den Kühlschrank. Ja, und wie ich das mache, zeige ich euch gleich. Als erstes bereite ich unsere Tomaten vor. Ich schneide sie zur Hälfte durch. Oder mach Viertel daraus aus den größeren und lege sie in die Form. Die Tomaten sind alle klein geschnitten. Nun habe ich auch den Knoblauch etwas zerkleinert. Das heißt, die Zehen habe ich eigentlich geviertelt. Die schmeiße ich jetzt dazwischen. Dann kommt unser Rohrzucker dazu. Das Ganze würze ich noch mit Pfeffer. So, das sollte erstmal reichen. Dazu kommen noch ungefähr 1,5 Teelöffel Gemüsebrühe, ungefähr 2 Esslöffel Aceto Balsamico und 2 Esslöffel Olivenöl. Ihr Lieben, in der Zwischenzeit habe ich unsere Tomaten mit den Gewürzen schon einmal durchgerührt. Ich habe die Menge vom Olivenöl und vom Balsamico erhöht. Da habe ich jeweils 4 Esslöffel genommen. Ich denke, für die Menge von Tomaten ist das besser. In der Zwischenzeit habe ich unseren Backofen vorgeheizt auf 180 Grad. Dort werde ich jetzt unsere feuerfeste Form reinstellen, ungefähr eine Viertelstunde, und dann sollte das Ganze fertig sein. So sehen nun unsere fertigen Tomaten aus dem Ofen aus. Ich werde sie jetzt abfüllen in ein sauberes, verschließbares Glas, dort drin abkühlen lassen, und dann können sie im Kühlschrank bis zu 2 Wochen stehen und man kann zwischendurch naschen. Bisschen Ciabatta-Brot dazu. Lecker! Ja, kurzes Fazit. Schnell gemacht. Lecker. Könnt ihr als Antipasti nehmen oder auch als Beilage zu den Grillabenden, die jetzt kommen. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, oder wir werden es nochmal machen. Haben wir, glaube ich, schon gestern, ne? Mhm. Ja, macht einfach nach. Ihr werdet es auf keinen Fall bereuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Über ein Abo, das ihr immer unten rechts machen könnt, würden wir uns sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin, genießt den schönen Sonntag noch. Tschüss. Kühnes Kochkanal.